Alle 2 Jahre treffen sämtliche Einsatzorganisationen aus Österreich und weiten Teilen Europas sowie Fachaussteller und tausende begeisterte Besucherinnen und Besucher auf der Retter in Wels zusammen. Wir freuen uns, Sie bei dieser 9. Rettermesse in Wels begrüßen zu dürfen und dies mit einer noch nie dagewesenen Anzahl an Ausstellern, Einsatzorganisationen und hochwertigen Rahmenveranstaltungen. Im Namen des Bürgermeisters der Stadt Wels, Andreas Rabl, bedanke ich mich bei allen, die diese Messe zu dem machen, was sie ist, nämlich Österreichs größte Fachmesse dieser Art. Und ich bedanke mich vor allem bei allen Einsatzkräften, damit wir Tag für Tag in unserem Land, in unserer Stadt sicher leben dürfen. Und so ist es mir eine große Ehre und eine große Freude, dass ich heute hier stehen darf in Wels und dass ich die Gelegenheit habe, ein paar Worte an Sie zu richten und dann im Anschluss auch die Messe, die ja schon längst im Gang ist, aber dann auch noch offiziell sozusagen eröffnen darf. Was gibt's denn Nobleres als ein Leben zu retten? Gar nichts gibt's, was nobler ist als ein Leben zu retten. Und deshalb glaube ich, ist der Spruch auch so zutreffend, der sagt, derjenige oder diejenige, der Menschenleben rettet, rettet die gesamte Menschheit. Es gibt nämlich die Menschheit als solche nicht, sondern es gibt immer nur jeden einzelnen Menschen, der die Menschheit verkörpert. Und deshalb ist es so, dass das Retten eines Menschenlebens eine gute Tat für die gesamte Menschheit ist. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel geredet und ich glaube, es wird Zeit, dass wir alle eintauchen in die tatsächliche Messe, dass wir die Gelegenheit nutzen zum persönlichen Gespräch, dass wir ein bisschen schauen, was an Action geboten wird. Das ist auch immer ganz interessant. Spannende Vorführungen gibt es ja da zu sehen. Ich freue mich natürlich auch auf das eine oder andere Gespräch mit Ihnen. Es kann mir jeder fragen, der neugierig ist. Es kann auch jeder etwas loswerden, wenn er etwas zu kritisieren hat. Ich bin heute dafür da, dass ich Ihnen zuhöre, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und mir bleibt noch eines zu machen, bevor ich meinen letzten Satz sage. Das ist ein großes Dankeschön an die Militärmusik auszusprechen für die herrliche musikalische Untermalung dieser Eröffnungsfeier. Wird so richtig gerissen, ich bin richtig im Fortkommen, wo sie diesen Marsch gespielt haben, von dem ich gehört habe, dass er eigentlich die Welser Hymne ist. Großartig habt ihr es gemacht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein großes, großes Dankeschön. Und damit ist die Retter 2018 auch offiziell eröffnet. Alles zu zeigen, wir konzentrieren uns auf unsere sogenannten Schlüsselprodukte. Vielleicht sagst du mal kurz.